Dino Gullmelli und Monika Olsson waren ein auffälliges und schönes Paar. Ihr Zusammensein wirkte harmonisch und sie schienen sich perfekt zu ergänzen. Ihre Ehe hielt 9 Jahre, doch ihre Gefühle erloschen und das Paar entschied sich schließlich zur Scheidung. Diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt, wozu Menschen bereit sind, wenn es um große Summen Geld geht. Es ist eine Geschichte über menschliche Gier und Grausamkeit. Also bleibt dran und los geht's. Monika Olsson wurde 1981 in einer kleinen Provinzstadt in Kanada geboren. Ihre Familie war anständig und gebildet. Schon früh träumte Monika davon, Model zu werden. Als Teenager besuchte sie regelmäßig Castings, arbeitete in der Werbung und nahm an Modenschauen teil. Monika war nicht nur fotogen und attraktiv, sondern auch intelligent. Sie erwarb einen Masterabschluss in internationalen Finanzen und sprach 7 Sprachen fließend. Sie arbeitete hart, um im Modelgeschäft erfolgreich zu werden, zog zunächst nach New York und später nach Los Angeles, um sich als Schauspielerin zu versuchen. Anfang der 2000er Jahre hatte sie eine kleine Rolle in dem Film The Hot Chick. Im Sommer 2003 traf die 22-jährige Monika Olsson in Los Angeles den 42-jährigen Millionär Dina Gullmelli. Der Mann war von der Schönheit des Models fasziniert und wollte eine ernsthafte Beziehung mit ihr. Dina Gullmelli wurde 1961 im Bundesstaat Washington geboren. Er wuchs in einer großen und liebevollen Familie auf und hatte 6 Geschwister. Schon früh half er seinen Eltern auf der Familienfarm, was ihn zur Arbeit erzog. Dina war musikbegeistert und träumte davon, eine eigene Rockband zu gründen. Er brach das College ab und zog nach Los Angeles, um ein echter Rockstar zu werden. Doch die Musik brachte ihm nicht viel Geld ein. Mit 20 Jahren begann er als Reinigungskraft in einer Abfallverwertungsanlage zu arbeiten. Drei Jahre später wurde er Büromanager und weitere 7 Jahre später übernahm er eine Führungsposition. In seiner Freizeit studierte Dina Betriebswirtschaft und wollte sein eigenes Unternehmen gründen. Mit 30 Jahren eröffnete er eine Firma zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln und organischer Kosmetik. Dina war überzeugt, dass jeder Mensch so lange wie möglich leben und dabei gut aussehen wollte. Seine Geschäftsidee war erfolgreich und auf dem Höhepunkt des Unternehmenswachstums besaß Dina 4 Fabriken mit rund 300 Mitarbeitern und erzielte ein Einkommen von etwa 48 Millionen Dollar pro Jahr. Er lebte in Wohlstand und Luxus, besaß teure Immobilien und Autos. Dina war bereits einmal verheiratet und hatte einen Sohn und eine Tochter, doch die Ehe zerbrach. Im Alter von 42 Jahren verliebte sich Dina auf den ersten Blick in das Model Monika. Er umwarb sie, machte ihr Geschenke und nach 6 Monaten flogen sie nach Italien, wo Dina ihr überraschend einen Heiratsantrag machte. Trotz des großen Altersunterschieds sagte Monika ja. 2004 feierten sie eine prunkvolle Hochzeit in New York. Doch Dinas Familie war überzeugt, dass Monika nur des Geldes wegen bei ihm war und eine echte Goldgräberin sei. Nach der Hochzeit lebte das Paar in einem luxuriösen Anwesen in Valencia, Kalifornien. Das Haus hatte eine Fläche von 650 Quadratmetern und umfasste 6 Schlafzimmer, eine große Küche, ein geräumiges Wohnzimmer und ein Kinderzimmer. Auf dem 1 Hektar großen Grundstück gab es einen Salzwasserpool, ein Spa und ein Gästehaus. Anfangs war das Eheleben glücklich. Dinas ältere Kinder lebten bei ihnen, Dina führte das Geschäft weiter und Monika arbeitete als Model. . 2005 wurde Monika schwanger und legte ihre Karriere vorübergehend auf Eis. Die beiden bekamen eine Tochter, Wendela, und 2 Jahre später eine 2. Tochter, Sienna. Monika widmete sich ganz der Mutterschaft, doch nach einigen Jahren erkannte sie, dass Familie nicht alles war, was sie im Leben wollte.
Mit Unterstützung ihres Mannes brachte Monika 2008 ihre eigene Linie organischer Kosmetik auf den Markt, Skin by Monika Olsson, und begann allmählich wieder als Model und Schauspielerin zu arbeiten. Sie stellte eine Nanny ein, die fast rund um die Uhr im luxuriösen Haus für Wendela und Siena da war. Bis 2011 verlief Monikas Karriere steil nach oben. Sie war ständig unterwegs für Fotoshootings, oft in Hollywood, New York und Mailand. Sie arbeitete mit berühmten Designern zusammen und kehrte oft spät nach Hause zurück, wenn ihre Töchter schon schliefen, um früh morgens wieder zu Dreharbeiten zu fliegen. Zu diesem Zeitpunkt war Monikas Kosmetiklinie sehr beliebt und zwei große Einzelhandelsketten nahmen ihre Produkte in ihr Sortiment auf. Eine Freundin von Monika verriet, dass sie finanziell unabhängiger von ihrem reichen Ehemann werden wollte. Dina sah, dass Monikas Popularität wuchs. Er war verärgert, dass sie so viel arbeitete und unabhängiger wurde. Er wollte, dass seine Frau zu Hause blieb, Kinder bekam und sich nur um die Familie kümmerte. Sein älterer Bruder Gina erzählte, dass er 6 Monate mit Dina und Monika zusammenlebte und sofort die Probleme in ihrer Beziehung bemerkte. Beide waren starke Persönlichkeiten und wollten nicht nachgeben. Dina wollte nicht, dass seine Frau an freizügigen Fotoshootings teilnahm und begann, sie zu kontrollieren. Er wurde aggressiver und rachsüchtig. Dina kündigte die Verträge von Monika, sodass ihre Produkte nicht in die Geschäfte gelangten. Er ging immer öfter in Clubs und gründete schließlich seine eigene Rockband, in der er als Leadsänger auftrat. Dina färbte sich die Haare schwarz und lackierte seine Nägel. Er sagte Monika, dass er sich dadurch selbst ausdrücken wolle und sie keine Angst haben soll. Doch sein neues Erscheinungsbild verunsicherte seine Frau trotzdem. Monika vertraute ihren Freundinnen an, dass ihr Mann sich veränderte und komisches Verhalten zeigte. Eines Tages entließ Dina die Nanny, die von seinen Töchtern sehr geliebt wurde. Damit wollte er der Monika schaden, denn das Verhältnis zwischen den beiden Frauen war mittlerweile sehr eng geworden. Ende 2011 war die Beziehung zwischen Dina und Monika komplett zerstört. Das Paar stritt ständig und konnte nicht mehr unter einem Dach leben. Daher reichte Dina die Scheidung ein und zog in das Gästehaus auf dem Anwesen, um seiner Ehefrau so viel wie möglich aus dem Weg zu gehen. Bekannt ist, dass Dina in dieser Zeit Affären mit mehreren Frauen hatte, obwohl die Scheidung noch nicht offiziell war. Er wandte sich an seinen Freund Richard Fuhrmann und sagte ihm, dass er Monika so schnell wie möglich loswerden wolle. Rick war ein Geschäftspartner und ein guter Freund. Rick Fuhrmann war ehemaliger Soldat und hatte gute Kontakte. Sie belieferten das Militär mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln. Dina klagte Rick, dass seine Frau mit verschiedenen Männern und Frauen schlief, eine schlechte Mutter sei, viel trinke und Drogen nehme. Dina gestand, dass er fürchtete, sein Vermögen und das Sorgerecht für seine Töchter zu verlieren. Er wollte keine Alimente von $50.000 im Monat zahlen. Dina gab Rick einen Schlüssel zu Monikas Auto und Informationen darüber, wo sie sich aufhielt. Er bat seinen Freund, ihr Drogen unterzuschieben und die Polizei zu rufen, damit sie verhaftet und nach Kanada abgeschoben würde. Dina reichte Dokumente ein, die finanzielle Probleme seiner Firma belegten, und die Alimente wurden auf $25.000 im Monat reduziert. Ein Scheidungsanwalt riet ihm, Monika in Ruhe zu lassen, da er den Fall verlieren würde. Dina wollte nicht verlieren, weder seine Kinder noch sein Geschäft. Er bat Rick erneut um Hilfe. Dina behauptete, Monika mit HIV infiziert zu haben und freute sich, dass sie bald an AIDS sterben würde. Doch die Situation änderte sich Anfang 2012. Im Januar eskalierte ein Streit zwischen Dina und Monika im Anwesen. Die Töchter waren Zeugen. Monika rief die Polizei, aber Dina hatte sie bereits angerufen und behauptet, Monika habe ihn geschlagen. Die Polizei nahm Monika fest und sie verbrachte eine Nacht im Gefängnis. Sie wurde wegen häuslicher Gewalt angeklagt und Dina erhielt eine einstweilige Verfügung gegen sie. Monika kämpfte weiter und bewies nach 13 Monaten ihre Unschuld.
Die Anklage wurde fallen gelassen und sie durfte wieder mit ihren Töchtern zusammenleben. Dina wandte sich erneut an Rick Foreman und bat ihn, Monika endgültig zu beseitigen. Dina rief Rick regelmäßig an und betonte, dass Monika unbedingt verschwinden müsse. Er wollte, dass es so aussah, als sei sie von Drogendealern getötet worden. Am 1. Oktober 2013 trafen sich Dina und Rick in einem Café. Dina wusste, dass Monika im Urlaub in Mexiko war. Rick sagte, er habe jemanden beauftragt, Monika zu töten, und Dina war damit einverstanden. Dina sagte Rick, der Mörder solle Monika auf besonders brutale Weise töten. Er solle sie enthaupten und ihren Körper in einen Kanal werfen. Rick tat so, als wäre er damit einverstanden. Doch das Gespräch wurde aufgezeichnet und die Polizei konnte alles mithören. Damit wollte Rick die kommende Katastrophe verhindern und hatte natürlich recht. Schließlich wurde Dina am nächsten Tag in seinem Anwesen verhaftet. Ihm wurde versuchter Mord vorgeworfen. Dina bestritt die Vorwürfe und beschuldigte Rick, ihn hereinlegen zu wollen, um das Geschäft zu übernehmen. Rick legte alle belastenden Beweise vor und Dina wurde im Oktober 2014 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Monika zog mit ihren Töchtern nach Kanada und setzte ihre Karriere fort. Dina hat seine Strafe akzeptiert und versöhnt sich allmählich mit Monika. Obwohl die Schatten der Vergangenheit sie noch lange verfolgen würden, war Monika entschlossen, ihren Kindern ein sicheres und liebevolles Umfeld zu bieten. Sie fand neuen Mut und Stärke, um ihre Karriere und ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Der Fall von Dina und Monika wurde zu einem warnenden Beispiel dafür, wohin Gier und Gewalt führen können, und erinnert daran, dass Gerechtigkeit am Ende in dem Fall doch noch siegt. Was denken Sie, hätte Monika anders machen können, um sich und ihre Kinder früher vor Dinas gefährlichen Plänen zu schützen? Teilen Sie Ihre Gedanken und Meinungen in den Kommentaren unten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, hier auf MyStory.